Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin der Domi wie immer und heute kommentiere ich mal wieder ein paar Fotos und zwar vom 29.09.2013 und vom 21.12.2013. Fangen wir an. Hier ist das erste Foto. Wir sehen eine, ich glaube eine A320 ist das hinter den Toren. Hier eine 737, 300 oder 500 Lufthansa. Startbahn West übrigens. Wieder 737, Delta, Alpha, Bravo. Bravo, hier die Delta hinten dran. Ja, da starten halt zu der Zeit nur Kleinflugzeuge, außer die 380 halt. Hier eine CRJ hier gerade übrigens. Hier eine Embraer ERJ, ich glaube 190 ist es. Und hier eine Dash 8 der Austrian Airlines. Und hinterher eine Fokker, auch von Austrian, Richtung Österreich. Hier eine 321. Der Lufthansa-Fahrwerk ist noch nicht ganz drin. Und hier wieder eine Dash 8 der Luxair. Weiter geht's mit einer A321 Sierra Oscar. Auch beim Fahrwerk einfahren. Und da ist das Fahrwerk drin. Und sie geht nach oben. Wieder eine A321 Sierra Sulu. Auch schön beim Fahrwerk einfahren. Das Foto ist jetzt etwas unscharf geworden, aber ich finde es. Sieht trotzdem toll aus, wie sie immer hochziehen. So, wieder eine 737 der Lufthansa. Und wieder eine 320. Quebec Echo, glaube ich, ist das. Und hier eine CRJ 900, soweit ich das sehen kann. Und hier eine A320 der Lufthansa. Man sieht wirklich fast nur Lufthansa-Maschinen wieder da. Und hier eine 320 oder 21. Hier eine 777 Freighter der Emirates Cargo und hinten dran kam dann direkt die Aerologic 777 Freighter. Und die sehen wir jetzt noch nicht. Das ist wieder eine 737 von Air Berlin. 800 glaube ich. Und hier die Mike Delta A380 der Lufthansa. Da ist die 777 Freighter von Aerologic. Hinten dran eine 737 von Air Berlin. Hier der Überblick über das Vorfeld. Von der Startbahn West hier die Echo Hotel 737-300 beim Rotation, bei der Rotation, sagen wir so. A318 Air France. Sehr schönes Flugzeug, etwas klein, aber naja, ich finde es trotzdem cool. Hier eine 747-8 Freighter Saudi Arabian Cargo. Noch einmal und da eine Embraer 100. 95 oder 190 von Finnair, glaube ich, war es. Hier nochmal ein bisschen über das Rollfeld. Und jetzt kommen wir zum 21.12.2013. Eine 737 der Trans Aero. Übrigens von der Besucherterrasse aus. Eine A330 der Air Oman oder Oman Air im Hintergrund. Die 777-200ER von United. Hier die Sonnen Air 737-800. Und hier die 777-300ER der Emirates. Eine 747-400 Tango Kilo Kiel. Und hier die 747-8 im Landeanflug. Sieht man jetzt nochmal sehr schön hier unten die 400er und im Hintergrund die 800er Version. Und jetzt haben wir noch eine mit vier Bussen beladene 737-800. Und hier die Oman Air 330. Hier noch eine Sun Express 737-800 Uniform Yankee und die A1920 Air Berlin im Anflug. Das ist eine 346, also A340-600 der Lufthansa Bremerhaven. Ist jetzt auch unscharf, aber naja. Und da noch eine A330 der Air Canada. So, das war's und ja, bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute. Tower good morning, this is the 456 Heavy 256. Down the 456 Heavy on return. Wind 260 10 runway 25 left, clear line. 456, clear to the 256.